Ja, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Houston, ich spiele wieder eine Runde Company of Heroes. Es ist wieder eine Random-Runde geworden. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Aber ich muss mir über den Plan noch mal ein paar Gedanken machen, ob das alles überhaupt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und zwar so eine Challenge für Company of Heroes, aber da denke ich noch mal einen Tag lang drüber nach, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja, ich habe wieder ein paar Randoms dabei. Experten-KIs gegen Deutsche Afrika-Korps jetzt mal. Ich habe mir mal wieder die Amis geschnappt. Einfach so der Abwechslung halt halber. Ne? Und hier irgendeine komische Map. Ich habe die noch nie gespielt, keine Ahnung. Mal gucken, was die kann. Ich wollte eigentlich die Felde spielen. Und dann bin ich so die Maps durchgegangen, geguckt, was gibt's so. Und boom, war der Server auf einmal voll. Ich dachte mir so, okay, alles klar, der Tag ist noch jung. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt so viele Leute auf einmal rankommen. Aber ja, gut. Ich will mich nicht beschweren, also habe ich das mal gleich beim Schopfe gegriffen. Und ich habe schon wieder keinen Hut, warum auch immer. Ja. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, die Kameramod, ey, die ist aber auch toll, ne? Man kann alles sehen. Geh mal rein. Okay. Das macht es wirklich deutlich einfacher hier. Ja, ich habe die Advanced AI Mod auch drin. Also die KI sollte was drauf haben. Okay. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, die Map, muss man sagen, ne? Es war relativ klein, aber muss ja jetzt erstmal nichts Schlechtes sein. Sobald der Kollege hier ist, geht ihr mal weiter. Hier fortgeschrittene Infanteriekram. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Und diesmal gehe ich, glaube ich, gleich als erstes hier den Artillerieweg runter, weil ich kam ja irgendwie immer noch nicht so richtig dazu, mir die Artillerie mal vernünftig anzugucken. Na, wieso ist denn das hier so komisch? So. So, ihr seid jetzt mal wieder Artilleriebeobachter. Mal gucken, ob ihr jetzt auch funktioniert. Im letzten Video ging es ja definitiv noch nicht. Dann zimmert mal den Kanister hier oben noch hin. Dann läuft das hoffentlich. Ist man langsam an Deckung. Ja, setze dich halt da ein. Ja, Nehmen wir mal wieder das. Ich bin da immer noch nicht so ganz so sicher, was das überhaupt macht. Außer, dass ich dieses Hauptmann-Gefolge kriege. Ja, ich spiele die Amis und so einfach nicht oft genug. Die Deutschen sind halt cool, aber was willst du machen? Für mich waren die Alliierten bisher immer nur Kanonenfutter. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Habt ihr gesehen, da kam gerade was runter. Komm, mach nochmal was. Wo ist denn hier der Dude da? Geh mal da hoch, mach mal den Cooldown kürzer. Ein bisschen schneller krabbeln. Ja, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ich habe das mit den MGs verkackt, kam zu spät.
Okay, ich habe echt einen Arsch voll Ressourcen, die sollte ich vielleicht auch mal ausgeben, ne? Hallo, ich drück doch R. Renn, mein Junge. Renn, Johnny, renn! Ach, da kommt doch schon die Verstärkung. Sehr schön. Na, die waren ein bisschen flotter mit dem Bauen da. Ich entschuldige mich, meine Herren. Ich hab's ein bisschen verkackt. Wieder zu viel gelabert. Ne, 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 du sollst dich da runterfahren. Da oben ist schon gut so. Bin mal ein bisschen so. Hä? So. Bisschen sortieren hier. Ja, ich bin ein bisschen verrotzt. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Einfach jetzt vielleicht so über die Feiertage irgendwie, keine Ahnung. Ich entschuldige mich dafür. Ja, da müsste allerdings auch irgendwie was stehen lassen, ne? Also, wäre schon gut. So, was ist das denn da? Wem ist das denn? Boah, Kreis der Himmel, ne? Mein Dude ist weg, mein Artilleriebeobachter. Ach nee, Leute, hier ist er doch. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, er wäre draufgegangen. So, holen wir noch einen Pionier ran. Damit das alles hier auch ein bisschen schneller geht. Ja, das sind so Sachen, das macht immer nur die Advanced AI hier, so Rauch und so. Da kommt die normale KI irgendwie nicht drauf. Das ist zumindest mal was, was mir so aufgefallen ist über die Zeit. Naja, danke Kameraden hier oben, ne? Wo sind sie überhaupt alle hin? Ach, da. Ja, das finde ich aber auch ganz schön lästig hier gerade alles, muss ich sagen. Okay, da ist jetzt aber die Frage, ist diese Artillerie jetzt von der KI einfach gewesen hier, die sich versehentlich selber weggebombt hat da hinten irgendwie? Oder war das jetzt von mir? Ich hab keine Ahnung. Oder habe ich mich gerade selber weggebombt? Ich hab keinen Schimmer. Ich verstehe dieses Ding hier nicht, Alter. Ohne Witz. Ich kapier's einfach nicht. Ja, Cooldown kürzen. Passiert jetzt wieder irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ja, keine Ahnung. Sehe ich nicht. Oh, wir brauchen mehr Zeug. Ah, da hinten kommt jetzt wieder was runter. Ne, vielleicht funktioniert es ja doch. Also seid ihr denn hier fast tot? Was ist denn da passiert? What the fuck, Alter? Ah, wir holen mal so ein Mörserchen hier für die ganzen MGs, die da immer so rumchillen. Andererseits können wir jetzt auch die Artillerie bauen. Dann wisst ihr was, dann bauen wir lieber die Artillerie. Oh nee! Oh. Okay, also das kann nicht von mir gewesen sein. Das, das weise ich von mir ab. Kann das jetzt mal aufhören? Ich will da gerne wieder hin.
Ja, da sind wir schon das ganze MG weggefetzt. So, X. Ah, guck mal, hier haben wir auch ganz viel Platz dafür. Jetzt mal ein paar hin. Ach komm, das ist aber nervtötend. Ey, jetzt kommt da hinten auch wieder was? Ich check das nicht. Von wem ist denn das jetzt? Oder sind das zwei verschiedene Artilleriefähigkeiten, die hier runterkommen? Oder geht das Ding auch auf meine Verbündeten? Das wär's ja noch. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ey. So, wie teuer ist denn der Schinken überhaupt? 400. Eieieiei. Ja, nicht billig, der Gerät. Dann könnt ihr erstmal wieder ein paar Sandsäcke hier hinzimmern. Die Schützen können das ja, meine ich, nicht. Nö. Bin zu doof, ein paar Sandsäcke aufzustellen. Oh, Mörsersperrfeuer von außerhalb der Karte. Das ist cool. Das kostet doch nicht mal Munition oder so. Okay. Setz das doch. Ach. Ist der Wert? Warum setze ich mich denn da überhaupt noch in die Ecke? Oh, fuck, Alter. Oh, hat aber noch gezündet. Sehr cool. So, dann ballerst du da auch mal rein vor die Zauber, ne? Alter, das ist doch nicht normal. Guck mal, was ist denn hier los? Junge, Alter, das ist doch ganz schön blutig da, ey. Holy shit, ey. Die hätten lieber einen anderen Job angenommen, glaube ich. Ach, meine ganzen MGs habe ich vergessen. Oh ja, ist ja jetzt nicht so, als ob wir sie gebraucht hätten gerade. So, das brauchen wir nicht. Ich nehme das hier, das Feuerfreigedönse. Haben wir auch gleich voll. Komm, gib her. Dann würden die jetzt automatisch auch immer schießen. Aber bis zu welcher Range ist jetzt die Frage? Ist das die maximale Range hier, was da gerade markiert war? Moment, das da. Schießen die automatisch bis dahin? Weil wenn ja, wäre das ganz schön geil. Das ist eine gute Reichweite. Oh, er will pushen. Na gut. So, Engineers, ihr baut hier nochmal so ein Ding dann gleich hin. Ja, was ist besser als eine Artillerie? Zwei Artillerie. Oh, du kommst mal mit hinterher. Ein paar Feldpflaster verteilen. Ja, wir haben, glaube ich, ein paar ein Bazooka-Team, zwei Bazooka-Teams, drei Bazooka-Teams. Okay, das reicht denn. Holen wir uns die nächste Insel hier. Sehr schön. Sehr. Da hat gerade voll den Knoten in der Zunge gehabt. Ja, meine Half-Track kommt da leider nicht durch. Ist mir gerade mal so eingefallen. Kriegen wir das irgendwie kaputt eigentlich? Naja, Kampfmittel-Räumpakete. Da kann man, glaube ich, keine Tank-Traps mit kaputt machen. Ich glaube nicht, dass eine Drahtschere funktioniert. Jetzt müssen wir das irgendwie so wegbomben. Das wird alles nix. Ich das überhaupt schaden? Man kann sich das hier auch leider nicht anzeigen lassen, wie viel Gesundheit das noch hat. Ah, jetzt. Sehr schön. Kannst aufhören zu ballern. So, jetzt aber auch die Frage, GG? Wieso schreibt denn schon einer GG? Ist noch nicht vorbei, Mensch. Oder habe ich versehentlich irgendwas von ihm in die Luft gejagt da oder so? Und das war so ein sarkastisches GG. Ich weiß es doch auch nicht, Mensch. So, wieso kann ich das nicht machen? Geht das nur im eigenen Gebiet oder was? Oh mein Gott, Robby Scott. Oh, das Ding ist auch. Ach, Bande, was kommt denn da an? Okay. Vielleicht baue ich meine Artillerie doch noch nicht hier vorne auf.
So, wir brauchen jetzt mal hier ein paar. Ja, okay, jetzt funktioniert's. Hoffentlich kommt dann eine Bazooka mit runter, die brauchen wir. Ich habe jetzt keine Lust, extra Bazooka-Teams anzufordern. Bazooka. Haben wir aber. Ja, da haben wir doch eine. Immerhin. Ah, die war, da wären wir super viel Munition. Kannst du noch so ein Ding anfordern? Ja, dauert noch ein bisschen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir gehen mal lieber nach Hause. Das, Was ist da jetzt auf einmal passiert, Alter? Das hat sich gelohnt, die Artillerie. Komm. Ja, dann zimmern wir die zweite jetzt auch erstmal hier hin. Das war ein schöner Hit auf das MG. Ja, dann hätte ich vielleicht. Warte mal, dann baue ich doch lieber erstmal hier die Tank Traps wieder hin. Ich glaube, das ist dann doch erstmal wichtiger. So, komm, gib mir Panzer. Oh ja, Hellcat ist gut. Oh oh. Okay, was schießen tun sie gerade noch nicht. So, Hellcat ist da, sehr schön. Hellcat an der Front. Meine Maus spinnt schon wieder. So, dann wirst du jetzt noch zum Ranger. Einmal was anfordern. Bitte bleib am Leben. Er ist natürlich nicht am Leben geblieben. Wieso kann ich denn den... Ach, lol. Okay, na gut. Noch eine Bazooka. Sehr geil. Sag mal. Was ist los mit der scheiß Maus schon wieder? Die juckelt und zuckelt, ey. Ja, na, haut er ab. Der Noob. Oh nee. Das ist aber ätzend. Alter, wie viele Packs hat er denn hier stehen, Alter? Ja, eigentlich müsste ich ja noch eher eine Hellcat holen, ne? Aber ich möchte ja die Artillerie auch mal testen. Vernünftig. Schwerfall der Hobitze haben einen größeren Wirkungsbereich. Schockfeindliche Fahrzeuge. Infanterie. Nein, komm. Bessere Granaten. Das muss mehr reinkrachen hier. So. Jetzt nehmen wir mal gleich ein paar rüber. Was ist denn da für ein Kravenzmann auf meinem Dach gelandet? Wieder irgendwo. Weiß ich nicht.
Naja, war jetzt immer überlegen, ob die vielleicht eine richtige Stellung irgendwo aufgebaut haben oder ob das jetzt von der Fähigkeit nur kam. Ah ja. Aber das ist ganz geil. Geschockte Fahrzeuge. Gerade beim DAK. Die kommen ja eigentlich nur mit Fahrzeugen. Aber irgendwie so richtig schießen tut er nicht irgendwie, ne? Oder hat der keine richtige Line of Sight oder so? Also ich meine über seine Passive hier. Komisch. Sehr, sehr komisch alles. Ach, komm. Es kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Haben wir hier irgendwie was? Ne, haben wir natürlich nicht. So Richtung Flugabwehr oder so, dachte ich. Ach, Mama. Was ist hier los? Hier geladene Granaten. Wir haben so viel Munition, wir schicken die Boys da einfach mal rein. Wo sind sie? Da kommen sie. Ich finde das immer noch so cool. Ne? Es ist zwar total useless irgendwie, weil die rennen ein MG rein und können alle schon nichts mehr. Aber es ist halt auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist schon ganz lustig anzugucken. Sag mal, so langsam reicht es hier aber mit der ganzen Artillerie. Jetzt ist das nächste MG weg. Aber auch beschissen. Die brauchen wir sowieso nicht mehr unbedingt. So, jetzt müssen wir aber rein da. Hinterher, Männer! So, wir bomben hier nochmal kurz ein bisschen was rein irgendwie, so, ne? Du Schande, ey. Okay, der Kollege hat sich auf jeden Fall auf Panzerabwehr spezialisiert. Geht irgendwie nicht. Oh oh. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh shit. Und es lebt alles noch. Okay, Alter, krass. Ich muss meine Kamera wieder anmachen. Das sah irgendwie nicht so aus, als ob das gut gewesen wäre für mich. Aber scheinbar. Ihr Hellcats, ihr müsst da mal beide rüber. Und zwar zügig. Bis wohin kann meine Art hier eigentlich ballern? Mal angucken. Ach ja, genau bis hierhin gerade mal so. So, rein da. Beide Hellcats schießen daneben. Was ist denn das, ey? Armutszeugnis. Ich da den Tod? Natürlich nicht. Ach. Was ist das eigentlich für ein riesiger roter Strich, der hier durchgeht? Der ist irgendwie ein bisschen irritierend. Das müssen wir uns ja aber mal ein bisschen eingraben.
Ey, nicht gleich wieder meine Sandsäcke kaputt machen. Da habe ich doch irgendwas Schönes für dich hier. So. Du Scheiße, ey. Kommt wieder so ein richtiger Militärkonvoi angefangen. Oh, ich sehe da hinten auch eine Stuka zu Fuß. Das gefällt mir aber nicht, ne? Alter, was passiert denn da drüben? Uiuiui. Auf der Seite der Brücke möchte ich nicht stehen. Naja. So ist das, ne? Der Amerikaner hat auf jeden Fall wieder die Lufthoheit. Ist das überhaupt unsere Flugzeuge? Das sind bloß Aufklärungsflugzeuge. Okay, da kann man leider nicht von Lufthoheit sprechen. Ja, was brauchen wir sonst noch? Eigentlich nicht wirklich was, ne? Noch ein paar Panzerpumpen. Hier die letzten Infanteristen noch zu Rangern umfunktionieren. Ja, ansonsten, da oben ist dann noch einer, den wir umbauen müssen. Müssen wir mal dahin. Die Artillerie lädt sich aber auch echt schnell wieder auf. Also der Cooldown ist fucking niedrig. Und wir setzen ja auch mal ein paar Minen hin, einfach nur weil wir so viel Munition haben. Alter, 2000, Junge. Alter, der hat nur Bazooka-Trupps, der Typ. Also ich meine, das macht ja Sinn, hier kommt ja auch irgendwie fast nur Fahrzeuge. Alter Schwede, ey. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Artillerie, so viel steht fest. Alter Schwede, dieser Bombenteppich, ne? Holy shit. Ich hätte, glaube ich, echt eher hier nicht dieses Feuer-frei-Krams hier nehmen sollen, sondern das hier, weil man hat einfach so fucking viel Munition. Da hätte ich immer ganz gut mal was mit verballern können. Und dieses Feuer-frei bringt uns ja gerade sowieso nichts. Also, ja. Das war ein bisschen gewastet. Ja, meine Artillerie ist jetzt auch gewastet dahin. Die bringt mir inzwischen nichts mehr. Oh, ich habe auch einen Pionier verloren, sehe ich gerade. Ja, das sind da so Kleinigkeiten, die vergisst man. Oder die, also die merkt man immer nicht. Wenn Menschen leben. Ja. Wo wir gerade von Menschenleben gesprochen haben. Alter, was ist das? Ich nehme seine ganzen Packs und alle im Arsch. Scheiße. Ja, nee, fahrt da mal nicht rein. Nee, ihr verpisst euch auch mal. Alter. Also der Deutsche hat auch irgendwie Bock auf Arti. Muss man mal leider so feststellen. Oder ich hätte mir zumindest nicht eben dieses Infanterie-Upgrade-Ding hier kaufen sollen. Oh,
Oder, also stattdessen die Luftunterstützung hätte ich mir holen sollen. Mama mia, ey, das knallt aber auch ordentlich rein. Ja, fangen wir an zu reparieren. Wo ist denn der zweite Pionier? Der chillt da hinten immer noch rum. Ich glaube, ich habe auch gerade versehentlich den Punkt irgendwie versaut, wo der hinlaufen soll. Guck mal alles hierher. So. Ja, es sieht irgendwie so prickelnd aus im Bereich, ne? Eine Arbeitskraft, um das alles zu ersetzen gerade. Das ist ganz schön scheiße. Ja, wir haben auch irgendwie nur Infanterie. Wir haben so gut wie keine Panzer. Also ich habe die einzigen beiden Panzer auf dem Feld, glaube ich, bei uns. Haben die Jungs eigentlich mal irgendwas geschrieben? Nee. Nur der eine mit seinem GG. Ja, ihr rennt da erstmal hinterher. So, du kommst auch mal hier rüber. Muss mal eben Nase putzen, einen Moment. Oh, ja, da. So. Ja, also. Ihr kommt erstmal hier rüber. Es dauert ja sowieso, bis ich hier die Arbeitskraft angespart habe. Dann könnt ihr euch hier an dem LKW auffreshen. Ist jetzt nur schade, dass meine Artillerie so useless geworden ist. Weil dann bist du zur Kreuzung schießen und das war's. Naja, wisst ihr was, dann machen wir das vielleicht einfach mal. Wieso kann der zweite nicht bis dahin schießen? Der zweite halt dahin. Oh, das weiß ich denn nicht, ey. Okay, das ist aber definitiv nicht von uns. Gut, das ist die Stuka zu Fuß. Naja, dagegen kann man ja was machen. Geht mal da runter in den Keller. Okay, die kommen da irgendwie nicht hin, die sind zu doof, an den Panzern vorbeizulaufen. Wir müssen das Ganze... Und der ist auch fast zum Arsch, dann repariert den nochmal schnell. Wir müssen auch das Ganze da mal ein bisschen auflockern, das ist mir alles zu dicht an dicht. Ja, dann kommt ihr jetzt alle zusammen mal hier rüber. Die Artillerie kann schon wieder schießen, aber tut halt nicht viel, ne? Und direkt die Stuka rausgeknipst. Jo, der ist auch hin. Aber, da ist noch eine Stuka. Zack. Zack. Die sind einfach One-Hit von der Hellcat, ey. So, ganz schön geil. Was steht denn da noch alles rum, Alter? Er kommt doch gar nicht mit dem Reparieren hinterher, scheinbar. Er steht einfach die ganze Zeit irgendwelche baufälligen Fahrzeuge rum. Wie die auch alle aussehen, Alter. Von welcher Front kommen die denn, Junge? Hier, da ist so eine Stuke, hau die mal schnell weg, bevor die auf blöde Ideen kommen. Das MG interessiert uns nicht. Jetzt mal die da rauspflücken. Mach ein bisschen Feufeu da, der Motor ist eh schon überhitzt. Bleib am Leben, bitte. Wir brauchen dich noch. Sag mal, wieso kommst du denn hier nicht hinterher mit dem scheiß Heal, Alter? Immer noch keine Arbeitskraft. Ich hab doch genug Arbeitskraft. Verstehe ich nicht, dein Problem. Ah ja, jetzt sind die Kollegen auch mal auf die Idee gekommen, dass man das hier vielleicht mal alles ein bisschen dreiteilen sollte. Infanterie, get to cover.
Na los, Pios, bisschen schneller laufen. Was macht ihr denn jetzt hier? Sag mal, jetzt sind sie ja alle wieder völlig durcheinander. So, Panzer mal hier kurz den, das MG da wegknallen. Oh oh. So, also ich wollte eigentlich reparieren und stattdessen wollten die da aufsetzen jetzt auf dem Panzer. Das hat mich alles ein bisschen, weiß ich auch nicht, aus dem Konzept gebracht. Ah ne, komm, mit Hellcats haben wir eigentlich genug. Nehmen wir mal hier einen Sherman. Ne, setz dich mal da so hin. Würde die Pios noch ein bisschen hochheilen nebenbei. Aha, die Kavallerie ist da. Oh, drei Hellcats. Sehr schön. So, der Sherman ist jetzt auch am Start. Ach, das ist diese... Ist das die Fähigkeit, wo sich die ganzen Fallschirmjäger alle heilen? Könnte sein, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich sehe aber wohl nur das Fallschirmjäger. So. Aufklärungsflugzeug ist das nicht. Das ist eindeutig ein Transportflugzeug. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aha, da haben wir doch den nächsten. Marching time! Oh fuck! Nach links, Jungs! Ja, ging noch, ging noch. Oh, ich habe mein Ding hier noch gar nicht in eine Gruppe zugewiesen. In Half-Track. Nee, 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 nicht hinterherfahren. Schießt zu lange auf das Gebäude. Oh, jetzt habe ich das Falsche angeklickt, nicht im Kopf. Werfeuer mit HE, oh gut. Hier, Sherman, geht den dann mal hinten rauspicken. No, ist doch gerade erst gekommen. Mann, 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 ey. So geht man hier mit Uncle Sams Ressourcen um. Ja, geht mal nach Hause. In dem Geste oben, das hat ja gar keinen Sinn gerade. Oh, schnell das Gebäude weg, bevor der nächste rauskommt. Der Hellcat ist auf dem Weg.
Ja, das ist ja dann aber auch ziemlich durch jetzt hier. Den Infanterieangriff können wir nochmal holen. Der ja auch nicht immer besonders nützlich ist. Ist eigentlich nur so ein Abfuck für den Gegner. Hier, ich. Das ist ein bisschen Kanonenfutter, mit dem ich erstmal rumschlagen muss. Aber wirklich was leisten tun die Jungs ja leider nicht. Hier, schöne Tech. Das hat der Panzer 3 nicht so gern. Man kann euch auch noch MGs verpassen, das wusste ich gar nicht. Aber gut. Wieder was gelernt bei den Amis. Ja, das sollte auch eigentlich aus. Das habe ich vorhin schon mal angeklickt. Damit ihr einfach mal so ein bisschen rumballert und Spaß habt. So. Ja, bis die Infanterie wieder hier ist, ist das schon vorbei. Ja, die sind da. Jetzt stehen sie wieder alle auf einem Haufen. Das ist so bescheuert, ne? Eine Nate und die sind alle tot. Oder halt eine MG und die kommen alle nicht mehr voran. Das ist, weiß ich auch nicht. Ist zwar an sich eine ganz coole Idee, aber ist halt total useless. Die kriegen ja mit 5 so einen Trupps, oder wie viele das sind, ja, 5 Trupps, nicht mal einen so ein Heini hier weg. Kannst du doch in eine Tonne treten, die Dinger. Na gut. Ich habe tatsächlich wieder den meisten verursachten Schaden. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Naturtoilette. Scheiße. Ich spiele wahrscheinlich... Also jeder, der regelmäßig die Amis spielt, der denkt sich wahrscheinlich, was spiele ich mir hier eigentlich für einen Blödsinn zusammen? Ich komme auf die nicht klar. Ich finde die Briten auch irgendwie cooler als die Amis, muss ich sagen. Aber man muss sich ja auch mal vernünftig diese Battlegroups angucken können und mit nur einem mal spielen, naja, kann man sich jetzt nicht unbedingt ein solides Urteil erlauben, ne? Aber naja, diese Fähigkeit mit der Artillerieüberwachungsgeschichte da, mit diesem Scout-Typen, der Artilleriebeobachter, die ist schlichtweg scheiße, weil ich glaube, die funktioniert halt auch immer noch nicht. Also zumindest kann ich mir nicht erklären, woher diese random Artillerie kam, die entweder mich oder den Gegner weggebombt hat. Ich habe keinen Schimmer, was das gewesen ist. Naja, und dieses Feuerfrei-Ding, wo die Artilleriestellungen von alleine schießen sollten, da habe ich auch nichts von gesehen. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, die Hälfte funktioniert einfach noch nicht so richtig von dieser Battlegroup. Oder ich sehe es einfach nicht. Oder ich weiß nicht, was da los ist. Naja, gut. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Like, einen Kommentar, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.